Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Die My Little Box ist bei mir vom Monat Dezember. Die ist schon Ende November gekommen. Aber leider war ich ja krank auf der Couch gelegen. So, das ist ein süßes kleiner Karton. Hab schon aufgemacht. Im Karton ist auch alles schön. Mit einem Phönix sogar. Schon richtig bunt. Und da haben wir ein Schmuckkästchen drin. Ich habe mich fürs Rote entschieden. Es hat drei gegeben. Ich glaube, das Rote jetzt. Ein blaues und ein Grün oder Gold oder so. Dann war noch eine Karte dabei. In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. Heinrich Heine. Ja, das stimmt. Das ist die Karte. Zu jedem Schmuckkästchen hat man sich von Pixie. Ist eine Farbe dabei, also Schmuckkästchen hat man sich raussuchen können. Und jeweils ein Produkt von Pixie ist dann dabei. Dann öffnen wir mal das schöne Schmuckkästchen. Richtig schön. Das da oben sind mit Druckknöpfe. Da kann man dann Pinsel reinpacken, Ketten dran machen, dass sie nicht runterfallen, Armbändchen und so. Da unten, also man kann es für Schmuck nehmen oder halt dann für Make-up. Klar. Und da kommt jetzt so ein Säckchen zum Vorschein und da gucken wir einfach mal gemeinsam rein. Das Pixi-Produkt ist Collagentonic 100 ml. Azakia Collagen und Peptide Volumentoner. Genau, das habe ich mal rausgesucht. Das sieht man gar nicht richtig. Da bin ich echt mal gespannt, wie der ist. Dann war drin Jim von My Little Box. Ich denke mal, es werden die Ohrringe sein. Ja, und das in Gold. Die kann man so sehen, denke ich. Ja. Braucht man halt Ohrlöcher, klar. Ich mag eigentlich nicht wirklich Gold, aber die sehen echt gut aus. Ja, vielleicht probiere ich es mal. Ob man Gold wirklich stehen würde. Mal schauen. Gerade für Weihnachten oder so. Also die Ohrringe. Dann, Nase juckt, war Rouge Froschaus. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist für die Augenbrauen oder Wimpern. Wenn ich mich jetzt hier täusche. Ich denke in der Augen. Wimpern mit dem Bürstchen. Nur die Augenbrauen kann man damit auflegen, denke ich. Riecht wie Pflege. Okay, pflegen muss man die Wimpern auch. Dann haben wir von My Little Beauty selber Call Me Rose. Ein Puderblush. Okay, das sieht einmal so aus. Den machen wir mal auf, wenn er auf will heute. Mir geht heute auch gar nichts. Oh, das ist schön. Aber irgendwie glitzert er. Im Blush steht auch mal Little Beauty drauf. Oh, ist ein sehr zarter Blush. Ich glaube nicht, dass man den. Na, sieht man nicht. Sehr, sehr zart. Aber schöne Farbe. Zartes Peach. Probier's nochmal. Habe ich gedacht, dass er so schimmrig ist. Ne, sieht man nicht so wirklich. Da wär's. Sieht man nicht so richtig. Schade. Aber schöne Farbe. Dann haben wir noch ein Produkt. Wo habe ich jetzt das Öffnungsteil? Ah, da. Dann haben wir noch ein Produkt von Estée Lauder. Pure Color Envy Matte Scalping Lipstick. In der Farbe. Kann man nicht lesen durch die Folie. So. So, jetzt 333 Persuasiv. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich und Französisch, nö. Ich muss manchmal sogar in den Deutschkurs, also. Sieht aber schön aus.
Schöne Farbe. Gucken wir mal. Ja. Schöne Farbe. Gefällt mir. Also, ein Lippenstift von Estée Lauder. Noch einmal dabei. Dann ein Blush. Wimpern- und Augenbrauenpflege von Pixi, das Collagentonic. Die schön, ich zeige dir nochmal die Ohrringe. Das Täschchen war ja auch dabei. Und zu guter Letzt Schmuckschatulle oder Make-up-Schatulle oder was man halt aufbewahren möchte. Ja, das war die My Little Box für den Dezember. Ich würde sagen, sie ist schön. Ich kann alles benutzen. Sogar die Ohrringe könnte ich benutzen. Wie gesagt, die kostet, ich glaube, 18,90 kostet jetzt im Monat. Ja, ist immer für eine Überraschung gut, ja. Ja, mit meinem Freundschaftscode, den schreibe ich euch unten in die Infobox rein, kostet die Box dann mit 3 Euro weniger, also 15,90 Euro dann. Und wie gesagt, entweder habt ihr eine Schmuckschatulle dabei, ihr habt mal so ein Klappkörbchen dabei, eine Tasche dabei, was ihr halt alles so mögt. Ja, das war es jetzt auch vorerst von mir und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich habe keine regelmäßigen Zeiten momentan. Ich denke, dass sich das nächstes Jahr vielleicht ändert. Sehen wir mal. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.